Was ist die Schöpfung? Unser nächstes zentrales Thema. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes, unendlich an der Zahl und überall ohne jede Grenze. Nur die Liebe erschafft und nur wie sich selbst. Es gab nie eine Zeit, wo all das, was sie schuf, nicht da war. Auch wird es niemals eine Zeit geben, in der irgendetwas, was sie schuf, irgendeinen Verlust erleidet. Auf immer und auf ewig sind die Gedanken Gottes ganz genau so, wie sie es waren und wie sie es sind, unverändert durch die Zeit und nachdem die Zeit vorbei ist. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes. Und jeder Gedanke ist unveränderlich und auch nach der Zeit noch verfügbar. Und wenn daran kannst du ermessen, wer die Gedanken Gottes denkt bzw. spricht. Sind deine moralischen Gesetze auch nach der Zeit noch verfügbar? Sind deine 10 Gebote auch nach der Zeit noch verfügbar? Sind deine eigenen Gesetze, die du dir auferlegt hast, auch nach der Zeit noch verfügbar? Ist das, was du in dieser Welt hörst, egal von wem, nach der Zeit noch verfügbar? Natürlich nicht. Denn die Welt wurde außerhalb Gottes gemacht. Eine Projektion deines Geistes. Offensichtlich muss dies oft wiederholt werden. Damit wir es lernen, damit wir es sanft lernen, hören, lernen und erfahren. Irgendwann müssen wir in die Erfahrung gelangen und verstehen, halt, stopp. Dieses moralische Gesetz, das ich mir selbst auferlegt habe, ist nach der Zeit nicht mehr verfügbar. Denn es ist von der Zeit abhängig. Also kann es nicht aus der Schöpfung sein. Kannst du die Dimension erkennen, was wir hier zu verlernen haben? Kannst du erfassen, wie großartig wir in Wahrheit sind, denn wir sind jetzt in der Schöpfung. Wir sind schon in der Schöpfung. Wir sind jetzt vollkommen frei. In uns gibt es nichts, was dies verändern kann. Gott sei Dank. Wie man so schön sagt. Aber hier ist es wirklich angebracht zu sagen, Gott sei Dank bin ich, was ich wahrhaft bin, unveränderlich. Das Ego kann sich dies niemals vorstellen. Es ist unmöglich. Denn dort, wo das Ego ist, ist Gott nicht. Dort ist der Antichrist. Dort ist das, was sich von Gott abgewendet hat. Dort ist die Dunkelheit, dort ist Gottlosigkeit. Und das müssen wir so deutlich benennen, damit wir eine Entscheidung treffen können und dass wir uns nicht mehr von den Hypnotiseuren einschläfern lassen, sodass wir uns nicht mehr von unserem Geist eindödeln lassen, sondern beginnen zu sagen, halt, stopp, das will ich ja gar nicht mehr. Ich will nicht mehr außerhalb von mir irgendjemand anbeten, dessen Gedanken vergänglich sind. Ich will nicht mehr irgendetwas wahrmachen, was mich ständig verletzt.
Ich will nicht mehr auf den Mangel schauen, obwohl ich jetzt im Überfluss bin. Ich möchte mich eins in der Schöpfung erfahren. Und somit die eingrenzenden Gedanken beenden, um dadurch automatisch die ewigen Gedanken der Liebe erfahren. Wie fühlt es sich an, wenn du dir jetzt sagst, ich bin eins mit der Schöpfung? Entweder sind wir eins mit der Schöpfung oder getrennt. Je nachdem, wie wir uns erfahren wollen. Und es ist immer eine Entscheidung. Und der Wille, die Kraft und die Macht, dich eins in der Schöpfung zu erfahren, die liegt in dir und in sonst niemanden mehr. Und niemand kann dir das geben. Du musst es schon selbst erlangen, denn du bist es, der sich von der Schöpfung, von Gott, von der Liebe distanziert hast. Und es gibt so viele Moralprediger. Du sollst dieses tun, dann kannst du dieses erreichen. Du sollst dieses nicht tun, weil das schädlich ist. Du sollst dieses unterlassen, weil dadurch kommst du nicht zu Gott. Moral, Moral, Moral. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du tust, sondern was du denkst bei dem, was du tust. Tust du es eins in der Schöpfung, tust du es mit den Gedanken Gottes, tust du es in Liebe, wird alle Schuld von dir fallen. Tust du es, indem du dich und die Situation, die du siehst, bewertest, hast du dich von der Einheit getrennt, vom Ganzen distanziert. Deine eigene Welt gemacht. Deine eigene Welt, die, in der du dich so erfährst, wie du dich erfahren willst. Die Welt ist eine Projektion, ist niemals die Wahrheit, sie ist ein Spiegel und sie kann der Spiegel, wenn du nicht mehr in diesen Spiegel schaust, weil du es tatsächlich verneinst, das, was da ist, dann wirst du darunter nicht mehr leiden können. Was ist Schöpfung? Den Gedanken Gottes ist alle Macht gegeben, die ihr eigener Schöpfer hat. Denn durch die Ausdehnung möchte er die Liebe mehren. So hat sein Sohn Teil an der Schöpfung und muss daher teilhaben an der Macht zu erschaffen, was nach Gottes Willen ewig eins sein soll, das wird noch immer eins sein, wenn die Zeit vorüber ist und wird auch durch den Lauf der Zeit nicht verändert werden, sondern bleiben, wo es war, bevor der Gedanke der Zeit begann. Sein Sohn ist Teil der Schöpfung. Wo ist denn sein Sohn? Ich habe es gestern schon genannt, in jedem Politiker, in jedem Papst. In jedem, den du siehst.
Entweder siehst du den Politiker, der wieder mal etwas falsch macht, nur du natürlich nicht, oder du hörst den Heiligen Geist aus ihm sprechen. Entweder du machst die Urteile wahr oder deine moralische Geschichte, deine Projektion. Ja, aber wie kann ich aus diesem Politiker den Heiligen Geist hören? Ja, natürlich nicht in dem, was er sagt, sondern in dem, was er in sich trägt, den Gedanken Gottes. Und da brauchen wir ein anderes Hinhören. Da brauchen wir eine andere Wahrnehmung, die geschult werden will. Wir hören nicht mehr auf das, was er gesagt, was er sagt, sondern wir fühlen die Liebe Gottes in ihm, die jetzt mit mir kommuniziert. Wir hören nicht mehr auf des Egos Stimme, die zuerst schreit, sondern wir lauschen ganz still, ganz sanft auf die Brüderin, die hier zu uns spricht. Und dann ist jeder Politiker, jeder Papst, jeder Nachbar, jeder Mitarbeiter und jeder Vorgesetzte ein Kanal für die Liebe Gottes. Und vorher ist es meine unerlöste Projektion. Dies ist doch ganz einfach. Dies ist doch wirklich ganz einfach zu verstehen. Du hörst doch diese Worte, stimmt's? Hast du noch Widerstand? Möchtest du immer noch Recht haben, anstatt glücklich zu sein? Möchtest du immer noch wahrmachen, was dich unglücklich macht? Warum möchtest du immer noch so über deine Welt denken, wo es doch offensichtlich Einsamkeit, Schmerz und Sorgen hervorruft? Warum sollen denn die Gedanken Gottes nicht wahr werden in deinem Geist? Gibt es hierzu noch einen vernünftigen Grund? Ich kann keinen finden. Denn alles, was du in einem anderen siehst, ist das, was du sehen willst. Hiervon gibt es keine Ausnahme. Und das, was du sehen willst, das wird in deinem Geist auftauchen. Du willst also all die sehen, gegen die du urteilst, die du klein machst, in deiner Kleinheit, hinter deinem kleinen Zaun der Angst, wo du in Wahrheit vor Angst schlotterst. Denn der Tod ist nahe. Der Körper wird sterben. Hier schlottert derjenige, der glaubt, ein Körper zu sein, vor Angst. Wird es nicht langsam Zeit, den Tod zu überwinden und seine Kleinheit aufzugeben, um eine Wahrheit in sich zu finden, die größer ist und auch noch nach der Zeit größer ist als alles, was du denken kannst und auch nach der Zeit noch existiert. Nach der Zeit. Denn du warst vor der Zeit und wirst auch nach der Zeit immer noch sein. Das ist sehr offensichtlich. Möchtest du dies lernen? Möchtest du es wirklich anwenden? Dann frage nicht, ja, wie soll das gehen? Sondern praktiziere das, was dir heute von Jesus empfohlen wird. Denn die Schöpfung ist das Gegenteil aller Illusionen. Und was sind Illusionen? Ganz einfach definiert: alles, was vergeht, ist eine Illusion.
Und die Schöpfung, deine Wahrheit, ist das Gegenteil davon. Deshalb müssen wir alles und aber auch wirklich alles auf den Kopf stellen und wieder herum, auf eine völlig andere Art und Weise betrachten und nicht mehr den Hypnotiseuren der Welt glauben, nicht mehr dir selbst glauben, sondern dich mehr und mehr mit den Gedanken Gottes als eins erfahren. Die Schöpfung ist das Gegenteil aller Illusionen, denn die Schöpfung ist die Wahrheit. Und hier sehen wir einfach, die Wahrheit ist unveränderbar. Gott sei Dank. Du bist unveränderbar, du der Christus. Unveränderbar. Du existierst vor der Zeit und nach der Zeit. Und alle Zeit ist genau jetzt. Und es gibt keine Zukunft und es gibt keine Vergangenheit. Alles ist jetzt gegenwärtig. Wie fühlt es sich an, wenn all das jetzt gegenwärtig ist? Dann schrumpft die Zeit in sich zusammen. Und du erfährst dich gegenwärtig, grenzenlos in deinem Sein, vollkommen frei. Ich bin jetzt gegenwärtig in Gott. Ich bin jetzt gegenwärtig in der Freiheit. Ich bin jetzt gegenwärtig in der Liebe. Vater, meine Freiheit ist in dir, erinnert uns die Lektion 321. Ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat. Noch was meine Freiheit ist, noch wo ich suchen muss, um sie zu finden. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich nicht länger selbst, jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen. Denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden. Doch vertraue ich auf dich. Du, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, wirst für mich nicht verloren sein. Deine Stimme leitet mich an und endlich öffnet sich der Weg zu dir und wird mir klar. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Vater, es ist mein Wille, dass ich zurückkehre. Wo ist die Freiheit? Sie ist natürlich in Gott. Wo ist die Liebe? Sie ist natürlich in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist vor der Zeit und nach der Zeit. Denn du bist vor der Zeit und nach der Zeit. Du bist Liebe. Allumfassende Liebe. Und du bist hier um alle Illusionen. Das heißt, all das, was vergänglich ist, vergebend, dem Heiligen Geist zu übergeben. Du bist hier in dieser einen Funktion als Erlöserin der Welt. Du bist hier, um die Wahrheit zu verkünden, um die Wahrheit wahrzumachen und nicht mehr an deinen Projektionen, das heißt Illusionen, zu leiden. Gib all dies auf
öffne dich der Schöpfung. Öffne deinen Geist und dein Herz der Schöpfung. Gebe dich hin in deine zeitlose Gegenwärtigkeit und erfahre dich als vollkommen frei, grenzenlos, in einer unfassbaren, brillanten Stärke. Heute antworten wir für die Welt, die zugleich mit uns befreit werden wird. Wie froh sind wir, unsere Freiheit auf dem sicheren Weg zu finden, den unser Vater festgelegt hat. Wie sicher ist auch die Erlösung aller Welt, wenn wir lernen, dass unsere Freiheit allein in Gott gefunden werden kann. Heute antworten wir für die Welt. Gib heute eine andere Antwort. Finde den heiligen Freund. Höre ihn. Höre die Liebe durch ihn sprechen. Mache nicht mehr die Illusionen, das Vergängliche wahr. Und finde die Freiheit, die natürlich nicht in deinen moralischen Ideen sind, ist, sondern im ewigen Geist der Liebe. Danke für dein Sein in Gott und danke dafür, dass du heute eine Antwort für die Welt gibst, die Antwort des Lichtes. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumsen.